Dann setze ich meine ergänzende Erzählung zu der Radtour mit dem 13-jährigen Konstantin mal fort. Dieses Bild habe ich schon vor 2 Wochen gebracht. Das ist an der Donauquelle. Wer diese Strecke mit dem Fahrrad schon einmal gefahren ist, der kennt sich wunderbar aus, der kennt auch dieses Motiv. Die Donau zu Beginn, sehr schmal, sehr klein, kaum zu glauben, dass dieser Fluss sich mal wahnsinnig erweitern würde. Eine Pausenstelle unter einer Brücke, ich erinnere mich genau, Konstantin hat natürlich wieder viele Steine hineingeschmissen und Spaß am Wasser gehabt. Abends eine Unterkunft in Mülheim an der Donau bei einer Gastfamilie, die uns bei diesem schlechten Wetter, was wir hatten, wohlwollend aufgenommen hat. Die haben uns also nicht im Zelt schlafen lassen, sondern tatsächlich in ihrem Wohnzimmer mit warmem Ofen. Das hat uns wunderbar gut getan, vor allen Dingen Konstantin. Währenddessen mussten natürlich die Fahrräder bei strömenden Regen draußen stehen bleiben. Das ist diese herzliche Familie, Vater mit 3 Söhnen, die uns aufgenommen haben und uns auch gut mit Speis und Trank versorgt haben. Unvergessen. Unvergessen auch dieser schöne morgendliche Blick in dem Ort Mülheim an der Donau. Herrlich. Jo, Konstantin schlief natürlich lange, der hat die Nacht und die Wärme genutzt, um sich mal richtig zu erholen von der, ja, durchaus anstrengenden Fahrradtour. Verabschiedung vor dem Haus, hinten auf dem Hof. Ich habe diese Menschen leider nie mehr wieder gesehen. Für uns ging es in den Donaudurchbruch, eine wunderbare Fahrradstrecke entlang der Donau. Wer Fahrradtouren liebt, der sollte sich einmal dort bewegen. Da fahren keine Autos, sondern nur eine Radstrecke. Und herrliche Landschaften und Motive fürs Auge und auch für die Kamera. Auch Konstantin hatte in dem Teil Deutschlands seine Kamera in meiner Hand und hat dann auch viele Fotos geschossen. Hier habe ich ihn beim Fotografieren fotografiert. Das hat ihm nie was ausgemacht. Da war er ganz zahm. Ja, Konstantin natürlich immer als Motiv, ich jetzt weniger. Ist auch gut so. Donaudurchbruch, wirklich immer diese Felsgesteine inmitten von Wald und so weiter. Einfach wunderbar anzuschauen und der Radweg, wie gesagt, genüsslich zu fahren. Hier ein weiteres Foto von dieser herrlichen Landschaft im Süden von Baden-Württemberg. Konstantin abermals als Motiv. Er hatte da richtig Spaß in der Ecke. Das macht das Fahrradfahren auch Spaß. Jo, eine ganz markante Stelle, dieser Felsvorsprung. Noch einmal, jeder, der da schon mal lang gefahren ist, kann sich da mit Sicherheit daran erinnern. Das ist sehr markant. Auch diese wahnsinnig hochgeschossenen Bäume entlang der Felsgesteine, die wir rechts und links immer am Wegesrand hatten. Eine Donaubrücke, davon gibt es zahlreiche, gerade zu Beginn in Baden-Württemberg, und vor einer steht jetzt der Konstantin, der immer Lost Places mochte und natürlich diesen kleinen Tunneldurchgang exakt an der Stelle der Brücke unwahrscheinlich spannend fand. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Brücke war, die wir gerade überfahren haben. Ich glaube nicht, nee, ist eher eine Zuglinie, die darüber führt. Ne? Und noch einmal Konstantin in dieser einzigartigen, herrlichen Landschaft. Und auch diese markante Stelle kennt wohl jeder, der diese Strecke unten in Württemberg, Bayern, in der Donau schon mal lang gefahren ist. Ebenso dieser Tunneldurchgang, denn genau in dieser Nähe befindet sich der Fuß. Ich glaube, ich habe sogar vom Fuß aus fotografiert. Ja, einfach wunderschöne Naturlandschaft um dich herum. Ganz viel Flora. Jetzt habe ich. Jetzt schlag mich kaputt, welche Stadt das ist, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Sigmaringen war es nicht, nein. Pausenstelle, wahrscheinlich in Nähe einer Brücke, wieder direkt am Donauufer. Ja, da bot sich natürlich an, immer so ein bisschen mit dem Wasser zu spielen, hätte ich beinahe gesagt. Eine wunderbare, raue Stelle, wo die Donau so ein bisschen den Berg hinunterfließt. Abend hier Übernachtungsort in Eichendorf, habe ich mich verschrieben, macht nix. Das war ein Mini-Zeltplatz angeschlossen an einem Bauernhof und das Wetter war ja einfach katastrophal.
Und der Bauer hat uns da auch 5 Euro abgenommen pro Person. Fand ich frech. Jo, weiter ging es in Baden-Württemberg von Eichendorf bis Riesling. 85 Kilometer sind wir gefahren an diesem Tag. Das ist ruhig der Eingang zu dem Campingplatz. Ja, jetzt nichts Weltbewegendes. Und das Wetter war einfach grauenhaft scheiße. Regenschauer bei maximal 13 Grad, morgens sogar nur 12 Grad. Also wir haben echt mächtig gefroren und haben auch ein bisschen gelitten. Wir machen mal eine Pause, endlich mal eine Pause vom Regen unter einer Brücke. Den großen Spaß haben wir uns trotzdem nicht verderben lassen. Ihr seht, der kleine 13-jährige, damals kleine 13-jährige Konstantin, konnte immer noch ein Lächeln aufbringen bei diesem gemeinsamen Foto. Schöne Erinnerung. Schade, dass dieses Foto mit uns beiden etwas unklar ist. Ja, das war das Wetter, was wir an diesem Tag leider über uns ergehen lassen mussten. Das war ja in dem Fall eines der schlimmsten Momente aller Fahrradtouren, die ich je gemacht habe. Das müsste entlang der Stadtmauer in Ulm sein. Wir sind also jetzt schon an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze. Ja. Da fährt man ja auch einen kleinen Flüsschen entlang. Ist das so? Ja, ist die Donau. Entschuldigung. Jo, und den haben wir mal mitgenommen als Fotomotiv. Immer noch dieselbe Stelle in Ulm. Konstantin. Und es war natürlich äußerst spannend. Übernachtungsort dann in Wulafingen. Das war an einem Sportplatz. Haben wir nachgefragt, ob unser Zelt da am Rand des Sportplatzes aufbauen dürfen. Wir haben eine Zusage bekommen. Und das war auch gut so. Und das ist eine Wald, nenne ich das, ist an dem Sportplatz. Ja klar, von Außerseitenperspektive. Der nächste Tag, der 13. Reisetag am 13. Freitag. Oi, markantes Datum. Mal gucken, ob wir Pech hatten. Werde ich jetzt in der Folge der nachfolgenden Bilder sehen. Ihr seht das Wetter. Etwas besser geworden. Es war ohne Regen, dicht bewölkt, aber die Temperaturen waren immer noch sehr niedrig. Auf ging's nach Bayern, durch Bayern, zwischenzeitlich viele Irrwege. Donauradweg war nicht immer optimal ausgeschildert, besonders in Bayern. Ja, Übernachtungsort in Altisheim bei Donauwörth. Wieder ein Sportplatz. Sieht eine interessante Stelle. Die war gut für uns, die bot uns auch ein bisschen Schutz. Wir haben uns da sicher gefühlt. Abendliches Kochen der Nudeln. Guck mal, wie armselig, Leute. Alles auf dem Boden. Der 13-jährige Junge hängt davor, hockt davor. Aber dem hat das wenig ausgemacht. 10 Jahre danach, ich kann das bestätigen, hat er gesagt, das war alles toll, das war spannend, würde ich heute nochmal machen. So, nächster Tag, wieder 88 Kilometer und endlich überschreiten wir die 1000 Kilometer Marke. Ganz erstaunlich, das hatte uns keiner zugetraut. Konstantin ordnet seine Fotos. Er fotografiert er auch und ich weiß genau, an der Stelle hat er so viel an seinem Handy herumhantiert, hat er alle Fotos gelöscht. Ich bin mir ganz sicher, dass es an der Stelle war. Er hat versucht, da wohl zu korrigieren, nochmal zu finden, nochmal zu suchen. Wieder ein Donauübergang, ein Kraftwerk, oder Staudamm, Entschuldigung. Und Übernachtungsort in Marchin bei Ingolstadt bei einem Bauern, der uns aufgenommen hat. Nur kurz erschienen, sich dann nicht mehr blicken lassen hat. Ja, ganz stolz. 1000 Kilometer, liebe Leute. Da konnten wir zu Recht stolz sein. Und der Junge war es und ist das bis heute über seine Gesamtleistung übrigens. Der Übernachtungsort bei den Bauern hinten auf dem grünen Stück Rasen. Leider haben wir von dem keine Ahnung, ist auch kein Frühstück gekriegt. Schade, hatten wir ein bisschen drauf gehofft. Hier ist der Radreisetag. Eben von Marchin bei Ingolstadt bis Regensburg, wieder 84 Kilometer. Und damit greifen wir schon eigentlich ein bisschen die 2000er Marke an. Und wieder wunderschöne Stelle entlang der Donau. Einzigartige, tolle Landschaft. Ihr seht, die Donau in der Breite hat schon erheblich zugenommen. Und das wird ja kein Ende nehmen. Liebe Leute, das ist schon im Prinzip meine Berichterstattung über die Radtour. In 2 Wochen geht's weiter. Ciao.